Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Opa spielt Minecraft. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist wirklich schön gemacht. Das muss ich schon sagen, dass die jetzt hier selbsttätig Produkte ernten können. Kann ich bei dir was eintauschen, wenn ich möchte? Faden, dafür gibt es Markte. Ja. Prima. So, was haben wir denn hier Schönes? Habe ich diese Blume eigentlich schon? Weiß ich nicht. Gehen wir hier mal so ein bisschen rum und suchen Sachen, die ich noch nicht habe. Da ist ja auch noch ein Dorf. Ach, das ist das gleiche. Quatsch. Aber das ist idyllisch gelegen eigentlich. Hier also direkt am Waldrand. Nicht ganz ungefährlich. So, dann machen wir uns mal auf die Suche nach Skeletten. Das heißt, was sind das hier? Habe ich die schon? Sonnenblumen? Nehmen wir einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob ich schon Sonnenblumen habe, aber wenn nicht, dann ab ins ins Gewächshaus, nicht ins Gefängnis. Nein, du kommst natürlich auch noch mit hier. Sind ja relativ viele Mohn, habe ich glaube ich schon. Was macht ihr denn? Ihr macht gelben Farbstoff. Okay, da ist der gelbe. Hier ist der rote. Was macht ihr denn da für Farben? Die sehen echt aus wie Bären. So, was macht ihr für Farben? Ach, das war der hellgraue. Genau, das hatte ich schon mal getestet. Kann ich mich dunkel dran erinnern. So, was macht ihr für Farben da? Hier Tulpen. Gehen wir da weg. Macht ihr zufällig hellblau? Nein, rosa. Okay, mit dem hellblau haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme. Wo ist das Meer da vorne? So, wo ist jetzt mein Bötchen? Das muss da irgendwo sein. Da liegt es am Ufer, prima. So, jetzt mache ich mal so ein bisschen die Musik noch trotzdem ein bisschen leiser, ja. Aus dem einfachen Grunde, weil man ja vielleicht auch mal ein Thema ansprechen kann. Ihr macht gelb, ne? Löwenzahn macht gelb und auch die Sonnenblume macht gelb, okay. Ja, ein Thema wäre zum Beispiel, warum wir sehen, was wir sehen, wäre ein schönes Thema. Na, also, ich habe da ja schon ein paar Mal mit angesetzt und vielleicht kriege ich auch diesmal das Ding nicht fertig, das Thema. Aber
Warum sehen wir? Das habe ich ja schon mal erklärt. Wir können deshalb sehen, weil unsere Augen für die elektromagnetische Strahlung empfindlich ist. Guck mal, da hinten ist das Gebäude, was wir mal in Folge Weiß der Geierwanz gebaut haben. In der Nähe von den Tropenbäumen da hinten. Also die Sonne strahlt ja entsprechend ihrer Temperatur elektromagnetische Strahlung ab. Licht ist ja nichts anderes als elektromagnetische Strahlung, genauso wie zum Beispiel Röntgenstrahlung oder Infrarot. Ja. Und die Sonne hat ein paar tausend Grad in ihrer Oberfläche und strahlt deshalb mit dieser entsprechenden Temperatur, entsprechenden Strahlung ab. Und, war kein Krieger. Und unsere Augen haben sich natürlich daran im Rahmen der Evolution angepasst, indem wir die Sachen am deutlichsten sehen, wo die Sonne die höchste Strahlungsenergie hat. Deswegen ist das halt hier das sichtbare Licht. Das ist jetzt kein Zufall, dass wir da am besten sehen können und gucken können, sondern das ist Absicht, ja, nicht von der Natur, sondern von der Natur, doch. Wir können da ja nichts dazu. Es gibt ja auch Tiere, die oder Lebewesen, die überhaupt keine Augen haben, weil sie in der Höhle wohnen zum Beispiel. Und in der Höhle braucht man nichts an Augen, ne? Ja, und das ist, warum wir sehen. So, und was sehen wir eigentlich? Wir sehen Licht. Und wie entsteht eigentlich das Licht? Das Licht entsteht halt dadurch, dass ein Körper auf zwei verschiedene Weisen, ja, ein Körper kann elektromagnetische Strahlung aussenden, entsprechende Temperatur, wie zum Beispiel die Sonne, die im sichtbaren Licht abstrahlt. Heißere Sterne sind zum Beispiel eher im blauen Bereich oder im ultravioletten Bereich oder in der Röntgenstrahlung. Ja, es gibt auch kosmische Objekte, die Röntgenstrahlung aussenden, weil die sehr heiß sind, extrem heiß. Und dann gibt es halt kühlere Objekte, wie zum Beispiel dich. Du hast jetzt eine Oberflächentemperatur von... Wir sind noch zu dicht am Dorf. Da müssen wir ein bisschen Abstand halten. Du hast eine Oberflächentemperatur von 36,8 Grad oder sowas, ne? Und mit dieser Straße dann halt ab. Das kann man ja feststellen, indem man zum Beispiel mal die Hand jetzt nicht auf den Körper legt, sondern ein bisschen drüber. Ja, wenn man die Hand auf den Körper legt, dann hat der Körper natürlich, strahlt er oder dann übergibt er Wärme durch Wärmeleitung, ja, das ist durch den direkten Kontakt. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, so 2-3 cm Abstand hält oder auch von der Herdplatte 2-3 cm Abstand hält, dann merkt man auch die infrarote Strahlung, dadurch, dass halt es dann halt da warm ist. Ja, selbst wenn sich die Luft darüber nicht erwärmt oder wenn wir keine Luft hätten, im Vakuum würde das also auch funktionieren. So, hier mal einen schönen Platz. Nachher zum Kämpfen. Denke ich mal. Wo ist das Dorf? Irgendwo da hinten? Oder war das auf der Seite? Jetzt habe ich mich irgendwie verlaufen. Kann das sein? Gucken wir mal auf die Karte. Nee, wir sind schon ganz... Ja, wir sind in die falsche Richtung gelaufen eigentlich. Okay, das macht aber nichts. Wir müssen also nachher in die Richtung. Merken wir uns das mal, da wo es gelb ist, müssen wir hin. Ein Lavasee. Feine Sache. Schwebendes. Nee, nicht schwebendes. Schwebender Sand. So,
Ja, das ist also dann elektromagnetische Strahlung, sagen wir so eine Erdplatte mit 200-300 Grad, strahlt natürlich auch hauptsächlich im Infraroten ab. Ein bisschen, je heißer es wird, desto rotglühender wird das, ja. Metall zum Beispiel. Je heißer es wird, desto roter wird es. Es ist also ganz klar, dann verschiebt sich das Maximum, das Strahlungsmaximum Richtung Rot vom Infrarot. Wir fangen an, es zu sehen. Und bei ein paar tausend Grad würde es gelblich strahlen, so wie die Sonne vielleicht. Ne? Dann gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, Licht zu erzeugen oder elektromagnetische Strahlung. Wir haben ja um den Atomkern herum, der aus Neutronen und Positronen besteht, aus Neutronen und Protonen besteht, nicht Positronen, haben wir Elektronen herumfliegen auf verschiedenen, früher sagte man Bahnen, jetzt wissen wir oder vermuten, es sind irgendwelche Schalen mit energetischen Zuständen, auf denen sie sich bewegen und sie können diese energetischen Zustände wechseln. Das heißt, wenn man zum Beispiel diesen Elektronen Energie zufügt, dann springen sie auf eine andere Bahn, weil sie jetzt eine höhere, auf eine andere Schale, weil sie jetzt eine höhere Energie haben. Und wenn sie dann wieder zurückspringen, senden sie diese Energie wieder ab. Und diese Energie hat nun eine bestimmte Wellenlänge. Nicht mehr so wie bei der Temperatur, dass man so ein breites Spektrum hat mit einem gewissen Maximum, sondern wenn diese Energie von dem Elektron ausgesendet wird, da haben wir zum Beispiel schon mal den ersten. Da ist noch einer. Da haben wir schon mal Knochen, prima. Es fängt ja gut an. Hier auch, nein, hier nicht. So, und dann, wenn dann die Elektronen sozusagen dann die neue Bahn oder die neue Kugelschale einnehmen, dann, der hat mich gesehen, nützt ihm aber nichts. Dann senden sie Energie aus oder empfangen halt ein bestimmtes Quantum an Energie. So ein Powerbogen ist schon eine feine Sache. Und das heißt, wir bekommen dann kein kontinuierliches Spektrum mit einem gewissen Maximum, sondern eine bestimmte Wellenlänge, eine einzige Linie. Ja, und zum Beispiel, wir haben sowas im Laser, da gibt es also ganz definierte Linien oder ganz definierte Spektren. Das heißt, da ist zum Beispiel irgendwie ein Atom irgendeines, ein Kristall, Rubidium oder wie auch immer, das mit einer bestimmten Wellenlänge strahlt, wenn dort die Elektronen angeregt werden und wieder zurückfallen auf ihre alten Bahnen oder Kugelschalen oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dann gibt es halt ganz spezifische Linien. Und zum Beispiel, das ist ein Bayer, Herr Fraunhofer. Ich meine, der Name klingt schon so wie Beckenbauer, ne? Fraunhofer. Der hat sich damals das Spektrum der Sonne angeschaut, das ja, wie gesagt, kontinuierlich ist mit einem gewissen Maximum entsprechend der Temperatur, die die Sonne hat. Mein Gott, da komme ich aber echt weit her. Muss ein bisschen höher zielen und dann geht das alles wunderbar. Wow, so weit. Da ist noch einer. Der ist ein bisschen zu weit weg.
Diese sind aber näher dran. Ja, und er hat also ein Prisma genommen und hat sich dann das Sonnenspektrum angeguckt und stellte fest, Moment, das ist ja dann doch nicht ganz gleichmäßig, es sind ja irgendwie schwarze Linien dazwischen. Wie entstehen jetzt diese dunklen Linien? Die entstehen dadurch, dass das kontinuierliche Licht der Sonne, ja, Mann, ich bin da echt gut, ja. Das ist kontinuierliche Licht der Sonne. Ah, der ist jetzt aber echt irgendwo runtergeflogen. Dass das kontinuierliche Licht der Sonne sozusagen dazu benutzt wird, von irgendwelchen bestimmten Atomen ihre Elektronen auf eine höhere Bahn zu schicken. Sie brauchen also eine gewisse Menge oder ein gewisses Maß an Energie. Und das holen sie sich aus dem kontinuierlichen Spektrum der Sonne. Und ja, und deswegen fehlt da ein bisschen was. Fehlt genau an der Stelle, sagen wir, nehmen wir mal an, wir hätten ein Natriumatom, ja, das also seine Elektronen. Hi, da ist auch richtig der Bär los. Da komme ich aber nicht ganz hin. Wir hätten da. Ich stelle mich mal hier oben drauf, das ist vielleicht dann doch ein bisschen besser noch. So, nehmen wir mal an, wir hätten da also jetzt Natrium oder was, ja. Natrium-Elektronen strahlen eine bestimmte Frequenz ab, eine bestimmte Wellenlänge, eine bestimmte Farbe. Und wenn Natrium-Elektronen sozusagen von einer Schale auf die andere zurückfallen, strahlen sie diese Energie wieder ab, weil die untere Schale dann weniger Energie braucht. Und wenn sie jetzt von irgendetwas bestrahlt werden, dann nehmen sie sich genau dieses Teil heraus und schicken ihre Elektronen eine Schale höher. Und genau diese Frequenz, wo jetzt dann das Natrium sonst vielleicht gelb, ja, eine gelbe Linie hat, da haben wir dann in dem Sternen, in dem Sonnenspektrum, eine schwarze Linie, da fehlt also irgendwas. Und diese Linien sind genau definiert. Und das ist das Tolle, da kann man zum Beispiel, wenn man das Sonnenlicht kennt, ja, na, wenn man das im Prisma anguckt, könnt ihr ja mal machen, zu Hause im Prisma nehmen und dann habt ihr einen schönen Regenbogen. Vielleicht seht ihr schwarze Linien. Ich habe das aber noch nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Was könnte ja sein, dass ihr dann da schwarze Linien seht. Das heißt, dass das Sonnenlicht durch etwas hindurch scheint, das diesem Licht dann die Energie abzieht, die dieses Element braucht, um seine Elektronen eine Stufe höher zu eine Stufe höher zu schicken. Na, nehmen wir mal an, wir hätten also zwischen der Sonne und der Erde eine Wolke aus Natrium. Und das wissen wir dann deshalb, weil in dem Sonnenspektrum, genau da, wo das Natrium normalerweise ist, halt eine schwarze Linie ist. Ne? Das Natrium strahlt also ab bei einer bestimmten Wellenlänge, zum Beispiel gelbes Licht. Und wenn wir dann in der Sonne gerade genau dieses gelbe Licht nicht mehr haben,
Da ist ein schwarzes Band. Ja, dann wissen wir, dass oh, der hat mir einen Bogen gedroppt. Dann wissen wir, dass das Sonnenlicht durch eine Natriumwolke gegangen sein muss. Ne? So, da hinten hat man noch ein paar Erfahrungspunkte hier. Immer ein bisschen vorsichtig sein. Da ist wieder eine. Es könnten noch Creeper unterwegs sein. So, wo haben wir noch was abgeschossen? Sehen wir irgendwo noch Erfahrungspunkte herumfliegen? Wir sind jetzt auf 7. Nein, wir haben keine mehr. Haben wir wie viel von dem Knochen haben wir denn da? Nicht viel. Naja. Okay. Wisst ihr was, da fahren wir langsam wieder zurück. So, das sind die zwei verschiedenen Arten von Licht, die wir haben. Einmal das kontinuierliche Licht, entstanden durch die Temperatur, die der Körper hat. Und dann das Licht, was einfach linienhaft da ist, wenn ein bestimmtes Element seine Elektronen rauf und runter schickt. Besser gesagt, runterschickt von einer Schale zur anderen und in dem kontinuierlichen Spektrum fehlt dann genau dieses Licht, wenn das Elektron eine Schale hochgesprungen ist. So, wir müssen, glaube ich, in die Richtung, hatten wir gesagt, wo das Gelbe ist, ne? Ja, haben wir hier mal was abgebaut oder wie ist das? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. So, wo ist das Boot? Also das mal kurz zum Licht, was es für verschiedene Arten von Licht gibt. Und dann gibt es ja den Doppler-Effekt. Da hatte ja jemand mal gesagt, sollte mal was über den Doppler-Effekt erzählen. Ja, habe ich ja schon mal gemacht. Aber der Doppler-Effekt sorgt also dafür, dass jede elektromagnetische Strahlung ihre Wellenlänge verändert, je nachdem, ob sich die Quelle zu uns hin bewegt oder von uns weg bewegt. Das haben wir wunderbar. Natürlich sollte ich mal hier schneiden. Sonst wird die nächste Folge zu kurz. Oder nehmen wir die noch mit, dann haben wir eine Halbstundenfolge. Ach, wir nehmen sie mal mit hier. So. Dann ist das ein bisschen Überlänge, aber ist ja egal. Ist ja kein Problem. So, dann haben wir also, mal gucken wir mal, wo müssen wir fahren. Da so schräg rüber, die Richtung. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Doppler-Effekt, genau. Also, wenn zum Beispiel ein Krankenwagen an uns vorbeifährt, das macht er hier öfter, weil hier das Krankenhaus in der Nähe ist, also dann kommt erstmal ja, da verändert sich die Wellenlänge, das geht beim Schall wunderbar und das funktioniert natürlich auch beim Licht. Das heißt, wenn sich eine Lichtquelle von uns wegbewegt, dann verändert sich die Wellenlänge in Richtung Rot und im Vergleich zur Ausgangslage, und wenn sich die Lichtquelle zu uns hin bewegt, dann verändert sich die Wellenlänge in Richtung Blau. Ne? So, und dann haben wir ja bestimmte, doch, das ist schon alles genau richtig hier. Dann haben wir ja bestimmte Bänder, das sind diese Spektrallinien, heißt das, die Fraunhoferschen Linien.
die sind ja für jedes Element immer gleich. Das heißt, wenn ich Natrium habe, dann habe ich Natrium und Natrium hat eine ganz bestimmte Wellenlänge. Wenn sich aber jetzt die Quelle wegbewegt von uns, die Natrium aussendet oder die Natrium aufnimmt, das heißt, wir haben also entweder ein gelbes Band oder wir haben eine schwarze Lücke in dem Gelben. Das ist jetzt mal wurscht. Aber dann verändert sich natürlich auch dieses Band. Das heißt, die Geschwindigkeit verändert dann die Wellenlänge auch von diesen Fraunhoferschen Linien. So konnte man zum Beispiel feststellen, dass sich entfernte Galaxien von uns wegbewegen. Manche bewegen sich auch auf uns zu, wie zum Beispiel die Andromeda-Galaxis. Ne? Genau, müssen wir hier irgendwie durch. Die Andromeda-Galaxis bewegt sich auf uns zu und da sie bei uns in der Nähe ist, kann man sich ausrechnen, wann die beiden Galaxien zusammenstoßen werden. Das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem Zusammenstoß eines Autos mit einem anderen Auto, denn eine Galaxie besteht ja zunächst mal aus dem großen Nichts. Das große Nichts, da sind ein paar, guckt an, da ist schon das Auge zu sehen, da hinten sind also schon richtig. Also, die große Galaxie, also die Galaxie bewegt sich auf und zu, da ist aber nichts dahinter. Ja? Da sind ein paar Sonnen und ein großer Leerraum. Genau wie zum Beispiel zwischen den Atomen von verschiedenen Dingen, also viele, viele Lücken sind, wo eigentlich nichts ist. Ja? Also so ein Atom besteht ja auch aus nichts. Ist in der Mitte ein Atomkern und dann irgendwo weit draußen sind die Bahnen oder Ebenen der Elektronen, also die Außenhülle der Atmosphäre, der Atome, ist also sehr weit weg, ungefähr wie beim Sonnensystem. Wir haben die Sonne in der Mitte, die 99,85% der Masse des ganzen Sonnensystems in sich hat, aber einen relativ kleinen Bereich nur ausfüllt. Das heißt, dazwischen ist dann nichts. Und dann kommen diese kleinen Planeten, die um die Sonne kreisen. Aber die sind ja auch fast nichts, ja, im Vergleich zur Sonne. Und das ganze Sonnensystem, das dann bis nach außen, so, da sind wir schon zu Hause, prima. Das ganze Sonnensystem besteht hauptsächlich aus der Sonne und dann aus nichts. Und genauso muss man sich auch ein Atom vorstellen. Also in der Mitte Atomkerne und dann ein Atomkern und dann ist da drumherum nichts. Ein paar Elektronen fliegen da rum. Ja. Und der Abstand zwischen den Atomkernen ist riesig. Ja. Also das sind Dimensionen. Also wir bestehen also im großen Teil, wenn ich mir jetzt hier so mal guck, mal greife den Arm an oder die Hand, die auf der Maus liegt und dann mal links oder rechts irgendwie so eine Taste betätigt. Die besteht eigentlich aus nichts. Ja. So, die besteht eigentlich aus nichts. Das heißt, da ist der Atomkern und dann kommt ein großes Nichts, dann kommt die Grenze des Atoms, dann kommt die Grenze des nächsten Atoms, dann kommt wieder nichts und dann kommt der Atomkern. Also das ist schon ziemlich ein ziemlich großes Nichts, aus dem wir alle bestehen und dann erstaunlicherweise kann dieses Nichts denken. Ja, wir können also denken, wir haben, naja, manche tun nur so, als ob sie denken können, andere können wirklich denken. So, was ist das? Porzellansternchen. Das ist Knochenmehl. Das ist also unsere weiße Farbe. Aus der Margarite gibt es graue. Ne? Was war das? Graue. Und aus dem Porzellansternchen gibt es auch graue, oder? Hellgrau, ja. Dann gibt es nirgendwo weiß.
Okay, dann machen wir das halt mal so, dass wir jetzt hier wieder Glas nehmen. Hatten wir hier noch was durchgebraten? Hm, joa. So, dieses Stück ist zwar von mir, aber eigentlich von den Halama Sisters. So, 48 war. Was mache ich denn? Ich musste erstmal in hellblau machen. Ai. Jetzt ist alles für die Katz hier. Bei der letzten Aufnahme habe ich noch dran gedacht. Ach, Kinder. Okay, dann sollte man immer mal das hellblaue Glas mit. So ein Mist. Da haben wir noch Glas, ja, ja. So ein Mist, verdammte Hacke. Na gut. Für nichts und wieder nichts. Nein, das ist gar nicht wahr. Wir haben uns schön unterhalten über... Dann mache ich da mal eine zweite Station weiter. Wir haben uns schon schön unterhalten. Über unsere Welt, über das Licht und Elektronen und so weiter. Das ist doch auch mal was gewesen. Also nichts für umsonst hier. So, wie sieht's aus mit der Nacht? Ah. Das war die heutige Folge von Opa spielt Minecraft. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt.